Einen wunderschönen guten Morgen hier aus Augsburg. Mein Name ist Sürgen Daboya, bin Vertriebsleiter in Deutschland bei der NTS und ich darf Sie recht herzlich zu unserem Boxenstopp ACI begrüßen. Unser Cisco ACI Boxenstopp geht heute um das Thema DevOps-Style. Also wir sprechen über die Herausforderungen vom Data Center, über die Automatisierung. Und natürlich kommen bei unseren Boxenstopps auch Demos nicht zu kurz. Ich darf Ihnen ganz kurz am Anfang ein paar Teilnehmerfunktionen erklären. Und zwar geht es darum, dass Sie ganz nach dem Stil Relax Vicare sich zurücklehnen können, Ihr Layout auswählen können und unseren Vortrag von meinen beiden Kollegen genießen können. Wenn Sie Fragen haben, dürfen Sie gerne im Chat uns die Fragen stellen. Und bitte beachten Sie dabei, dass Sie auswählen All Panelists, damit wir auch alle die Fragen bekommen und wir sie dann im Anschluss präsentieren dürfen. Nun dürfen Sie sich zurücklehnen, den Vortrag genießen, ganz nach unserem Stil Relax Vicare. Und ich darf meine beiden Kollegen zu mir bitten, den Herr Wiggans und den Stefan Ronge, und wünsche Ihnen gute Unterhaltung. Vielen Dank. Gut, dann auch herzlich willkommen zu unserem heutigen ACI-Webinar mit dem Titel Cisco ACI DevOps Style, heute live aus Bayern vom Standort Augsburg. In diesem Webinar geben wir euch einen kurzen Überblick über die generellen Möglichkeiten mit Cisco ACI und gehen dann auf die Möglichkeiten der ACI-Automatisierung ein. Hierzu haben wir dann auch drei Use Cases vorbereitet. Für alle drei davon möchten wir dann auch entsprechende Live-Demos zeigen. Aufgrund des knappen Zeitkontingents ist es heute keine Technical Deep Dive Session. Das heißt, wir werden in den nächsten 1,5 Stunden und wir werden vermutlich auch ein bisschen überziehen, einen High-Level-Abriss über ACI geben und auch die damit verbundenen Automatisierungsmöglichkeiten herzeigen. Wir bitten euch, Fragen über den Webex-Chat zu stellen, bitte an All Panelists. Und wir versuchen dann am Ende der Session die Fragen zu beantworten. Mein Name ist Stefan Ronge, ich bin Senior Systems Engineer bei der NTS. Ich komme ursprünglich aus dem Enterprise-LAN-Umfeld, beschäftige mich jetzt aber viel mit auch dem Thema Data Center und damit auch ACI. Außerdem auch mit dem Thema DevNet, Programmability und alles, was damit so zusammenhängt. Ich bin bei der NTS in Deutschland, im bayerischen Team und heute an meinem Heimstandort in Augsburg. Und mit mir on air ist heute der Herr Wick. Ja, hallo von meiner Seite. Mein Name ist Herwig Ganz. Ich bin im Bereich Design Implementation Techniker, vorwiegend Standorte Wien und Graz. Und wie man sieht, habe schon ein paar NTS-Jahre auf dem Buckel. Man könnte sagen, ich bin das halbe Leben vom Stefan schon NTS-Techniker und freue mich heute über ACI zu sprechen. Ich spreche immer sehr, sehr gerne über ACI, habe hier auch schon einige Projekte umsetzen dürfen. Und heute dürfen wir auch sogar ein bisschen über den Tellerrand schauen, was noch so möglich ist mit ACI. Genau. Und damit wären wir dann auch bei unserer heutigen Agenda. Im ersten Kapitel wollen wir die Herausforderungen aktueller Data Center Netzwerke aufzeigen und dann auch zeigen, welche Lösungen Cisco ACI hierfür hat. Im zweiten Kapitel werden dann die ACI Building Blocks und Designs erklärt, dass man einfach so einen Überblick bekommt. Und dann wären wir im Prinzip schon bei unserem Automatisierungsteil der Präsentation angekommen, den wir mit den Use Cases starten. Dann einen Abriss über unser Automation Toolset geben und dann sind wir im Prinzip auch schon in unserem Live-Demo-Teil. Nach unserem Live-Demo-Teil möchten wir euch noch im Kapitel Hot Topics for Customers 4 Argumente, warum sich Kunden für Cisco ACI entscheiden, vorstellen. Und wie eben bereits erwähnt, am Ende der Session besteht dann auch noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen, auf die wir dann eingehen möchten. Gut, damit starten wir dann gleich mal mit dem ersten Thema: Challenges in Data Center Networking. In der Abbildung kann man ein klassisches Data Center Design sehen. Es besteht in unserem Beispiel aus einem klassischen Layer 2, Layer 3 Core, an welchem ein Layer 2 Data Center Access hängt.
Am Core hängt dann auch die Data Center Edge Firewall, die einerseits für die Verbindung vom Data Center in andere Bereiche, wie zum Beispiel den Campus oder in die DMZ, zuständig ist und andererseits aber dann auch für die Trennung der verschiedenen Serversegmente zuständig ist. Die Challenges, die sich aus dem klassischen Data Center Design ergeben, sind, dass die meisten klassischen Data Center Design Topologien für North-South Traffic ausgelegt sind. Wir aber in heutigen Data Center sehr viel East-West Traffic haben. Heißt, heutige Data Center müssen hierfür ausgelegt sein. Hier, um das Ganze auch noch ein bisschen in Zahlen auszudrücken, heutzutage sind 80% des Traffic-Aufkommens East-West und 20% North-South. Die ACI Spine- und Leaf-Topologie, auf welche wir später noch genauer eingehen werden, ist für East-West-Traffic ausgelegt und bildet damit besser die Anforderungen an ein heutiges Data Center ab. In Bezug auf heutige Security- und Segmentierungsanforderungen können diese im klassischen Data Center Design auch nicht mehr ganz optimal abgebildet werden. Und aufgrund des hohen East-West-Traffic-Aufkommens stellt die hier abgebildete Data Center Edge Firewall ein Security-Bottleneck dar. Da Traffic, der eben segmentiert werden soll, von einem WLAN, von einem Server-WLAN in ein anderes Server-WLAN, immer über diese Data Center Edge Firewall muss und damit wir an der Stelle einen Performance-Bottleneck haben. Und was wollen wir denn heute mit so einem neuen Data Center eigentlich erreichen? Genau, die Angriffsfläche verkleinern. Das heißt, wir wollen gerüstet sein für hohe East-West-Kommunikation. Wir möchten Security ohne Performance-Bottleneck haben. Wir möchten flexibel und dynamisch segmentieren können. Und wir möchten jeden Workload überall haben. Bedeutet, ob unsere VM jetzt on-prem in unserem Data Center läuft oder irgendwo in der Cloud, soll im Prinzip keine Rolle spielen. Und ganz wichtig dabei ist eben eine zentrale Verwaltung. Das heißt, wir wollen nicht wieder 10 verschiedene Tools haben, mit denen wir 10 verschiedene Dinge managen, sondern wir wollen das Ganze an einer zentralen Stelle verwalten. Eine weitere Herausforderung heutzutage ist das ganze Thema Provisionierung. Wie man hier aus dem Gartner-Bericht von 2018 erkennen kann, werden die meisten Network-Changes immer noch per CLI gemacht, was natürlich nicht sehr gut skaliert. Und wer nimmt uns jetzt die Sorgen? Genau, ein SDN-Controller, also ein sogenannter Software-Defined Network-Controller, welchen wir im besten Fall unseren Intent, das bedeutet unsere Absicht oder unser Vorhaben, mitteilen und dieser dann damit unsere Infrastruktur provisioniert. Im Fall von ACI ist es dann der sogenannte Epic-Controller, den werden wir später auch noch öfter dann in Aktion sehen. Das Ganze soll dann im Prinzip hochautomatisiert, hochskalierbar, policy-basiert und virtualisiert sein. Und damit wären wir auch schon beim heutigen Thema Application Centric Infrastructure ACI, SDN am lebenden Objekt angekommen. Und der Herwig wird jetzt euch im nächsten Kapitel ACI Building Blocks und Designs, die Building Blocks und Designs erklären und auch ein bisschen damit wird dann klar, wie die Challenges ACI im Prinzip löst. Dankeschön. Genau, also bevor wir ins Automatisierungsthema und in die Tools zur Automatisierung einsteigen und ein bisschen was herzeigen, möchte ich die Gelegenheit nutzen, ein bisschen über die ACI-Grundlagen zu berichten. Macht durchaus Sinn, es sind sicher einige Leute auch dabei, die jetzt mit ACI noch nicht so den tiefen Kontakt hatten, einfach auch mal, um einmal alle abzuholen. Und wir starten bei der Physik. Am Ende des Tages bauen wir oder wollen wir ein Datacenter-Netzwerk bauen, bestehend aus Datacenter-Switches. Bei Cisco ist das die Plattform Nexus 9000, auf die eigentlich der komplette Fokus von Cisco drauf liegt. Also es gibt de facto am heutigen Tag eigentlich keine Neuentwicklungen mehr auf anderen Plattformen. Das war ja damals in der Historie ein bisschen anders. Also die Nexus 9000-Serie ist die gesetzte Plattform für Cisco ACI und generell für Data Center Networking von der Firma Cisco. Und man sieht jetzt hier in der Abbildung, wir haben eine strikte sogenannte Leaf-Spine-Topologie, die wir hier physikalisch eben umsetzen und im Endeffekt auch verkabeln.
Diese Leaf-Spine-Topologie zeichnet sich dadurch aus, dass wir auf dem Leaf-Layer, wo eben unsere Leaf-Switches platziert werden, Endgeräte anschließen. Also, oder anders gesagt, nur dort werden Endgeräte wie Server, Load Balancer, Firewalls und auch unsere externen Anbindungen aus dem Data Center raus oder ins Data Center rein, werden am Leaf Layer angeschlossen. Möglichst redundant, zumindest auf zwei Leafs, soll jedes Gerät angebunden werden. Und am Spine Layer werden nur die Leafs aggregiert sozusagen. Und da sieht man auch schon eine andere Besonderheit, die wir in klassischen Netzwerken so nicht umgesetzt haben. Es gibt keine Verbindungen zwischen den Leaf-Switches und es gibt keine Verbindungen auch zwischen den Spine-Switches direkt. Das heißt, wenn Endgeräte, die auf verschiedenen Leafs connected sind, miteinander kommunizieren wollen, dann muss das mitunter über den Spine-Layer laufen. Das hat gewisse Vorteile, auch schon alleine von der Stabilität her. Wir können auch damit ganz klar auch immer rechnen, wie viel Roundtrip-Time, wie viel Delay in diesem Netzwerk stattfindet. Und ein weiterer Vorteil ist, das Ganze skaliert sehr gut in die Breite. Das heißt, man kann jederzeit Leafs und mitunter auch Spines, wenn man das braucht, einfach dazugeben. Die fügen sich genau eins zu eins gleich in die Topologie mit rein, ohne dass sie das bestehende Netzwerk wirklich beeinflussen. Weitere Besonderheiten, wir haben kein Spanning Tree in diesem Netzwerk, also ACI spricht kein Spanning Tree, kann es aber mitunter vorwarten. Das heißt, wir wollen auch bewusst kein Spanning Tree haben. Wir wissen aus der Vergangenheit, dass das immer wieder diverse Probleme gemacht hat. Aber einer der Hauptgründe ist auch, wir wollen keine Blocking Links in dieser Topologie. Also es wäre schade. Wir sprechen hier von Bandbreiten zwischen Leaf und Spine, hat eine einzelne Verbindung heutzutage mindestens 100 Gig. Das heißt, jeder Leaf ist zumindest mit 200, meistens eher mit 400 Gig mit dem Spine verbunden. Da wäre es sehr schade, wenn wir hier Links haben, die nicht zum Einsatz kommen. Ja, und im Endeffekt von den Leaf-Switches her können wir Bandbreiten von 100 Megabit bis zu 400 Gigabit zum Endgerät mittlerweile anbieten. Also von der Performance her durchaus ausreichend. So, wenn wir jetzt von der Physik ein bisschen abstrakter werden, ist so eine Kernaussage von mir, ACI ist Netzwerkabstraktion. Das heißt, es versucht sich über alle Layer der Data Center Technologien und Plattformen zu spannen. Was bedeutet das? ACI kann einerseits alles im Data Center segmentieren, alles an Endgeräten, auch Firewalls, Load Balancer und was halt im Data Center existiert. Und das Ganze mit Security-Segmentierung auf granularer Ebene. Es bedeutet auch, dass, wie hier dargestellt, auch die typischen Global Player von den Serverplattformen, Virtualisierungsplattformen, die können in ACI optional integriert werden. Das heißt VMware, vSphere, Microsoft Hyper-V, Red Hat, KVM oder eben auch Containertechnologien wie Kubernetes Native oder Rancher können, also der Netzwerkstack sozusagen von diesen virtualisierten Umgebungen kann von ACI auch gesteuert werden. Und dieser Abstraktionslayer erstreckt sich nicht nur für On-Premise-Equipment, sondern lässt sich auch in die Cloud erweitern. Und dadurch erreiche ich eine einheitliche Security Policy über das gesamte Data Center und über das Data Center hinaus. Ich habe versucht, speziell für den Netzwerker, den wir ja primär nach wie vor ansprechen wollen, ich habe versucht, in einem bzw. genauer gesagt zwei Bildern darzustellen, die Kernfunktionen und die Besonderheiten von ACI. Und die möchte ich jetzt mit diesen Bildern nahe bringen. Ich beginne am VRF-Objekt, wenn man so will. Das steht für Virtual Route Forwarding. Werden einige von Ihnen kennen. Das ist jetzt auch in Wirklichkeit nichts Neues. Gibt es durch MPLS-Technologie, gibt es das auch schon jetzt zwei Jahrzehnte circa. Und diese Virtual Route Forwarding Instanzen, die lassen sich in ACI konfigurieren und damit wird unser System auch mandantenfähig. Und
Man kann sich das so vorstellen, jeder, der es nicht kennt, eine VHF ist sozusagen wie ein Router, den ich in Scheiben schneiden kann. Also ich kann mehrere VHFs auf einem Router erstellen und dadurch sind diese Routing-Tables völlig voneinander isoliert. Das heißt, wenn in diesem Schaubild dargestellt, habe ich zwei VHFs erstellt. Wenn jetzt das eine VHF mit dem anderen oder Endgeräte in diesem VHF mit dem anderen kommunizieren wollen, dann muss das per Default außerhalb der ACI-Fabrik passieren. Mit der Möglichkeit kann ich sehr einfach wiederum beispielsweise eine Data Center Edge Firewall einbinden zwischen meinen Data Center Segmenten. Es gibt aber auch die Möglichkeit, mittels Route Leaking zwischen diesen VHFs direkt innerhalb von ACI miteinander kommunizieren zu lassen. Das kommt dann im Endeffekt aufs Design an. Also das ist so das Erste, was man so als Netzwerktechniker eigentlich schon kennt. Das Zweite, was man als Netzwerktechniker kennt, ist die Ebene darunter. Die nennt sich in ACI Bridge Domain. Und Bridge Domain steht für Broadcast Domain. Broadcast Domain ist wieder etwas, unter dem wir uns etwas vorstellen können als Netzwerktechniker, ist tatsächlich ein Broadcast-Segment, wie wir es kennen. Wir haben, sagen im Volksmund auch VLAN dazu. Der Begriff VLAN ist im ACI anderwertig oder wird in anderen Objekten verwendet. Deswegen ist der Name Bridge Domain im Endeffekt entstanden und macht auch Sinn. Wir sehen auch in diesen Bridge Domains, die ich hier dargestellt habe, haben wir IP-Adressen hinterlegt. Das sind unsere Default Gateways für unsere Server. Eine Bridge Domain kann aber auch ohne Default Gateway natürlich existieren. Dann ist es ein Layer 2 Segment, ein Layer 2 Broadcast Segment. Man sieht, ich kann mehrere Bridge Domains einem VRF zuordnen. Das ist eine, eben diese Hierarchie, die ja auch nichts Neues ist. Also ein Subnetz war auch schon immer einem VRF untergeordnet. Und jetzt kommen wir zum sozusagen kleinsten Objekt in ACI und das ist auch das erste Besondere, das wir im klassischen Netzwerk so gar nicht kennen. Das ist die sogenannte Endpoint Group oder EPG, wie es hier dargestellt ist. Die gliedert sich unterhalb der Bridge Domain und die macht eigentlich unsere Netzwerksegmentierung. Das heißt, Endgeräte werden Endpoint Groups zugeordnet. Nicht direkt einem VLAN oder einer Bridge Domain, wenn man so will, wenn wir jetzt wieder den klassischen Jargon hernehmen. Ein Endgerät, ob das jetzt ein Server, VM, Firewall, was auch immer ist, wird immer einer Endpoint Group zugeordnet. Und die Regel lautet nun, innerhalb einer Endpoint Group dürfen Endgeräte frei miteinander kommunizieren, ohne irgendwelche Reglementationen. Eine Endpoint Group, genauso wie eine Bridge Domain, kann über ein Data Center, kann über mehrere Data Center gespannt sein. Das ist alles diese Abstraktion, diese Virtualisierung, die hier stattfindet. Wichtig ist, zwischen Endpoint Groups darf per Default gar nicht kommuniziert werden. Das nennt sich Whitelisting. Das heißt, ich muss bewusst Freischaltungen vornehmen für Kommunikation zwischen Endpoint Groups. Und das Spannende ist jetzt, und das soll dieses Bild eben darstellen, dass zwischen Endpoint Groups, also dass zwei Endpoint Groups auch im selben Subnetz existieren können. Also es können auch beliebig viele Endpoint Groups in einem Subnetz eingefügt werden. Und dadurch erreichen wir Segmentierung innerhalb eines Subnetzes, was so in der Historie eigentlich nicht möglich war. Dann haben wir noch zwei Objekte zum Abschluss, die jetzt fürs eigentliche Forwarding nicht wirklich was zu tun haben, aber sehr wichtig sind für das Gesamtkonstrukt. Das eine ist der Tenant, das ist so das Weiße um alles sozusagen herum. Der Tenant, englischer Begriff, steht für Mandant, das heißt, unsere Lösung ist mandantenfähig, aber jetzt nicht im Sinne von Traffic Forwarding und Isolierung von Endgeräten, sondern auch im Hinblick auf Role-Based Access Control. Das heißt, wenn wir jetzt als Beispiel einen Service Provider hernehmen, dann kann jeder Tenant einen Kunden darstellen und die Kunden untereinander sehen sich nicht. Wir verwenden aber das Konstrukt Tenant oder wir müssen es ja ohnehin verwenden, es ist obligatorisch. Wir verwenden das im Enterprise-Umfeld auch sehr gern, um zum Beispiel interne Data Centers von DMZ-Systemen zu trennen.
Und das letzte Objekt ist das sogenannte Application Profile, wo zynische Stimmen sagen, das macht ACI eigentlich zum Application, zur Application-Centric Infrastructure. Es ist nichts anderes als ein Ordner, dieses Application Profile oder ein Folder, wo ich Endpoint Groups zusammen mappen kann. Also in diesem Beispiel habe ich 3 EPGs dem einen Profile und 3 EPGs dem anderen Profile zugeordnet. Wenn man es an einem lebenden Beispiel benennt, ich könnte dieses Profile Exchange nennen. Und innerhalb dieses Profiles wären 3 oder 2 Endpoint Groups. Die eine Endpoint Group wäre Frontend Client Access oder die andere EPG wäre dann die Mailbox-Rolle. Und so kann ich meine Applikationen in ACI sehr sprechend und sehr verständlich für den Menschen benennen. Gut, und die zweite Folie, die dann eben mit diesen wichtigsten Grundkonzepten von ACI abschließt, das ist eben die Möglichkeit oder die mit eingebaute Möglichkeit der Segmentierung. Und das passiert über sogenannte Security Contracts, die im ACI konfiguriert werden können und müssen. Also wenn ich Kommunikation zwischen Endpoint Groups ermöglichen will, dann muss ich das über Security Contracts machen. Und man sieht, das geht eben auf Port-Ebene. Also ich kann hier relativ granular konfigurieren. Und es sind im Endeffekt Paketfilter. Das ist auch so das Thema, was immer wieder benannt wird. Ja, aber das ist ja keine Stateful Firewall. Völlig richtig. Aber wenn man sich überlegt, was wir erreichen wollen, nämlich die Angriffsfläche verkleinern, dann ist eigentlich so ein Paketfilter völlig ausreichend. Also wir sehen in dem Beispiel EPG1, also Endgeräte in dem EPG1, dürfen keinesfalls mit Endgeräten der EPG3 oder können unmöglich mit Endgeräten der EPG3 in Kontakt treten. Und gleichzeitig zu diesem Angriffsfläche verkleinern haben wir noch dazu den Vorteil, wir haben Line-Rate-Security hier. Also eingangs schon erwähnt, wir können Endgeräte mittlerweile mit 400 Gig anschließen an unsere ACI-Fabric und wir haben einen 400 Gig-Durchsatz-Paketfilter da drinnen. Und das ist sicherlich ein großer Vorteil. Was ist nun, wenn wir doch eine Application Firewall. Wir wollen Inspection für SSL machen, wir wollen den Traffic aufbrechen, wir wollen uns das genauer anschauen und wir wollen das für Traffic haben, der zwischen zwei Servern läuft, also East-West, wie der Stefan schon gesagt hat, Traffic, den wir über eine Firewall schicken wollen. Das ist möglich mit ACI, mit einem Feature, das nennt sich Policy-Based Redirect. Ein sehr beliebtes Feature setzen wir bei sehr vielen Kunden inzwischen ein. Was ist der Vorteil? Ich kann eine Firewall, eine Application Firewall ans ACI auf den Leaf Layer anschließen. Die wird sehr einfach topologisch gesehen angeschlossen. Die ist one-armed, das heißt, wir machen einen Virtual Port Channel auf zwei Leafs, haben Redundanz, aber sie hat eigentlich nur, ein Interface, das gleichzeitig In- und Out-Interface ist. Das heißt, die Firewall wird darauf beschränkt, was ihre Hauptfähigkeit ist, nämlich Firewalling zu machen. Und der Routing-Aspekt, der fällt eigentlich fast weg. ACI ist aber dafür zuständig, diesen Traffic zur Firewall zu redirecten. Das funktioniert sehr gut. Und mit dieser Lösung kann ich Konstrukte bauen, die sehr flexibel sind. Also in diesem Beispiel habe ich es dargestellt. Wir wollen unbedingt zwischen EPG Front und EPG App den Traffic inspekten. Das heißt, ich schicke explizit SSL-Traffic zu dieser Firewall. Funktioniert so, indem ich in einem bestehenden Security Contract diese Firewall eintrage. Das ist eine sehr einfache Zusatzkonfiguration. Und die Besonderheit ist jetzt, was ich hier machen kann, ich kann zwischen Endpoint Groups mehrere Security Contracts hinzufügen, also zwischen zwei Endpoint Groups. Und in diesem Beispiel habe ich eben die Anforderung, ich möchte SQL-Traffic inspekten, möchte aber Backup-Traffic unbedingt an der Firewall vorbeischleusen. Und das kann ich mit diesen Konstrukten sehr einfach machen. Also sehr granulare Entscheidung, was geht zu meiner Firewall und dadurch den Vorteil, die Firewall kann entsprechend kleiner skaliert werden. Ja, und zum Abschluss dieser Einführung
möchte ich noch auf die Möglichkeiten eingehen, wie man Data Centers verbindet. Also wir haben ja im Normalfall nicht nur ein Data Center zu versorgen, sondern eben mehrere. Und da gibt es zwei Ausprägungen. Die erste nennt sich ACI Multipod. Die Besonderheit dabei ist, wir können eben mehrere Pods zusammenschließen über ein sogenanntes Interpod Network. Das sind eigene Switches, die dafür vorgesehen werden. Mit dieser Topologie kann ich bis zu, ich glaube, es sind aktuell 16 oder sogar 20. Die aktuelle Zahl weiß ich jetzt nicht genau. Ich kann 20 Pods, bis zu 20 Pods in dieser ACI-Fabrik zusammenschließen. Eine weitere Besonderheit ist, wir sind noch nicht so im Detail darauf eingegangen, der EPIC-Controller ist unser SDN-Controller, der diese gesamte Fabrik managt. Da kommen wir dann gleich noch zu sprechen. Im Normalfall werden mindestens drei EPICs implementiert, aus Redundanz- und Performancegründen. Und in dieser Variante der Data Center Connection wird dieser EPIC-Cluster aufgeteilt auf mehrere Standorte. Das hat eben zur Folge, dass wir hier ein Limit von 50 Millisekunden Round-Trip-Time haben. Fürs österreichische geografische Dimensionen reicht das offen gesprochen meistens aus. Also die meisten ACI-Fabrics, die wir in Österreich haben, sind Multipod. Wenn das nicht ausreicht, dann kann ich auf Multisite gehen. Und der grobe Unterschied hier ist kurz gesprochen, wir haben einen EPIC-Cluster pro Data Center Location. Das heißt, ich kann grundsätzlich diese einzelnen Lokationen auch getrennt voneinander administrieren und konfigurieren. Und dann gibt es diesen sogenannten Multisite Orchestrator, den MSO. Der ist dafür zuständig, wieder die Provisionierung über mehrere Standorte hinweg zentral machen zu können. Und dieser MSO ist nebenher gesprochen noch auch dafür zuständig für die Cloud-Anbindungen. Also den brauche ich auch zwingend, um mein Cloud ACI, also mein ACI in die Cloud zu erweitern. Was ich ja vergessen habe zu erwähnen, beim Multipod gibt es auch die Möglichkeit, ohne Interpod Network Devices, also ohne diese vier Switches da oben, die ACI-Fabrics zu verbinden. Das wird jetzt in der nächsten Release kommen. Das ist vielleicht ein interessanter Punkt. Wenn ich fix weiß, dass ich immer nur zwei Datacenter-Standorte habe für alle Zeiten, dann kann ich meine ACI-Fabrics auch ohne Interpod Network Devices in Zukunft miteinander verbinden. Gut, und damit genug der Worte. Es ist immer wieder schön, das lebende Objekt direkt begutachten zu können. Und das möchte ich jetzt in unserer ersten Demo gleich mal herzeigen. Also auf meinem Bildschirm sehen wir jetzt, ich habe mich hier in die ACI Fabric schon eingeloggt. Das ist unser EPIC Controller, wie er grafisch dargestellt ist, in Form des grafischen User Interfaces. Wir sehen hier nach dem Login komme ich auf eine Dashboard-Seite. Ich habe hier eine Ansicht der Faults auf der rechten Seite. Die kann man sich natürlich dann noch genauer einzeln anschauen. Und ich habe hier on top eine Health-Score. Also in ACI ist ja im Endeffekt alles sehr granular abgebildet in Form eines Objekts. Und dementsprechend, sobald mir eines dieser Objekte ausfällt, also es kann ein Leaf sein, es kann ein einzelner Port sein, es kann aber auch eine Fehlkonfiguration sein, alles in ACI ist mit einer Health Score versehen. Und dann sehe ich hier, dass das hier absinkt. Und das Schöne daran ist, ich sehe das Ganze auch über die Zeit. Also wir haben hier integriertes Monitoring mit dabei, out of the box. Und das Zweite, was ich hier jetzt von den Basics her herzeigen möchte, ist eben dieses Menü hier oben. Das navigiert mich durch alle wichtigen Konfigurationsmöglichkeiten in der ACI Fabric. Grundsätzlich kann man ACI auch über die CLI konfigurieren oder eben über die API oder eben über das GUI. GUI ist eben der Standardfall, was aber recht cool ist, wie wir dann gleich sehen werden. Alles greift in Wirklichkeit auf die gleiche API zu, aufs gleiche Application Programming Interface. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt.
in Richtung Automatisierung auch. Und das Schöne daran ist, egal über welche Ebene oder über welche Methode ich konfiguriere, die Änderungen sind sofort im jeweils anderen im Tool dann auch sichtbar. Vom Menü her haben wir hier noch den Fabric-Teil, der explizite Erwähnung wert ist. In diesem Fabric-Teil findet die physikalische Konfiguration der ACI Fabric statt. Da drinnen konfiguriere ich Switchboards. Am Ende des Tages müssen wir noch immer beschreiben, was hängt am anderen Ende meines Kabels, ja, am Netzwerk. Server, Firewall, Load Balancer. Wie ist es angebunden? Welche Geschwindigkeit? Sind es 10 Gig? Sind es 400 Gig? Möchte ich Broadcast Storm aktivieren und so weiter und so fort. Das kennen wir alles. Das findet hier statt. Das ist eine statische Konfiguration. Wie wir wissen, im Datacenter finden solche Änderungen nicht täglich statt. Deswegen gehe ich auch da nicht genauer darauf ein. Was wir hier sehen, ist unsere Topologie in unserem Lab in Wien. Das ist nicht sehr beeindruckend. Wir haben zwei Leafs, einen Spine und einen Epic. Also etwas langweilig. Aber wir können damit ja, im Prinzip alle unsere Use Cases auch für die Demos abdecken. Eine Besonderheit vielleicht noch, weil wir es eben auch ganz kurz nur erwähnt haben und die Zeit ist knapp, aber eine wirklich coole Funktion von ACI ist die Möglichkeit, andere virtuelle Netzwerke im Datacenter zu integrieren. Und hier sehen wir schon die typischen Produkte, die es da gibt. Allem vorweg VMware vSphere mit der Distributed Switch Integration. Also ich kann tatsächlich hier in ACI einen Distributed Switch anlegen. Damit spreche ich in Wirklichkeit das vCenter an über das Application Programming Interface. Das ist eine automatische Integration, die ich hier machen kann. Und dieser Distributed Switch taucht hier dann in meinem vCenter auf. Das heißt, Konfigurationen, die ich im ACI vornehme, also beispielsweise, wenn ich eine Endpoint Group anlege, also wenn ich hier ein bisschen Spoiler, es gibt eine Endpoint Group, die heißt Web Frontend und man sieht, aha, die wird hier als Portgruppe in der VMware angelegt. Das passiert von ACI aus. Und damit kann ich sozusagen das virtuelle Netzwerk der VMware in die Obhut der Netzwerktechniker wiedergeben, was durchaus uns in den letzten Jahren ein bisschen verloren gegangen ist. Gut, aber der entscheidende Bereich ist der Tenant-Bereich. Dort findet das Daily Business statt. Dort ist auch die Netzwerkabstraktion zu Hause, wie wir gleich sehen werden. Und das Ganze beginnt mit dem Tenant, mit dem Mandanten. Ich habe jetzt hier einige selbst auch angelegt. Wir schauen uns jetzt hier genauer diesen Tenant Application Centric an, weil das ist so die Art, wie ACI am Ende des Tages idealerweise aussehen sollte. Wir sehen hier eine Ebene unter dem Tenant haben wir unsere Application Profiles und diese Application Profiles sind schon sehr, sehr schön benannt, wie man sieht. Also man kann hier sehen, welche Applikationen laufen im Datacenter. Und wie sind sie strukturiert? Das sehe ich dann hier eine Ebene drunter. Das ist unsere kleinste Einheit, die Endpoint Groups. Und wenn ich mir das grafisch hier darstelle, dann schaut das so aus. Und hier sieht man genau die Funktion, die ich auf den Folien davor eigentlich schon dargestellt habe. Ich kürze das eben hier jetzt ab, aber wir sehen, das Web-Frontend kann unmöglich auf die Database zugreifen. Es gibt hier einen Contract zwischen Frontend und unserem App, unserer Middleware, die erlaubt SSL und ICMP. Und hier haben wir einen zweiten Contract, der erlaubt ICMP und SQL. Und damit habe ich genau diesen Use Case abgebildet. Wir sehen auch hier, haben wir eben eine virtuelle Instanz zugeordnet. Das ist eben unsere Portgruppe, die dann am vCenter existiert. Also wenn ich VMs, das können beliebig viele sein, dieser Portgruppe zuweise, dann finden sich die automatisch in dieser Endpoint Group. Wir sehen bei der Database, beim Database EPG haben wir einen sogenannten Bare Metal Endsystem gemappt. Das ist einfach ein SQL Server, der Bare Metal so aufgesetzt ist. Da gibt es keine Integration. Das heißt, ich muss das als statischen Pfad definieren. Gut, und nachdem wir hier ja DevOps sind, möchte ich jetzt zum Abschluss dieser Demo
ein paar nette Funktionen in Richtung DevOps zeigen. Ich habe schon erwähnt, alles in ACI ist ein Objekt einer Klasse. Also jeder, der das vielleicht vom Programmierunterricht kennt. Also eine Endpoint Group ist zum Beispiel, also die Endpoint Group Web Frontend ist ein Objekt der Klasse Endpoint Group. Ja. Ich kann jetzt hier eben beispielsweise sagen, das ist fix im GUI mit eingebaut. Ich kann hier sagen, bei dem Objekt Save As, dann geht ein Dialog auf. Und man sieht hier schon, jeder, der so ein bisschen programmieraffin ist, es gibt hier zwei Formate, XML oder JSON. Ich bin mehr Freund vom JSON-Format. Dann lade ich mir dieses Objekt hier runter und das wollte ich eben noch kurz zeigen. Wenn ich das jetzt hier dann als Textfile aufmache, es empfiehlt sich dann, einen guten Texteditor zu verwenden, wie Visual Studio Code, dann geht dieses Objekt hier auf und ich sehe die JSON-Präsentation. JSON ist im Prinzip eine Datenstruktur, die eben genau diese Definition der Objekte beschreibt. Und das schaut jetzt auf den ersten Blick natürlich recht verwirrend aus, aber das Coole daran ist, ich kann das nutzen, um mich mit der ACI Fabric tiefer vertraut zu machen. Und genauso haben wir auch begonnen. Zum Beispiel sehe ich jetzt hier, aha, da gibt es ein Objekt, das heißt FVAP, das ist unser Application Profile, das nennt sich WebApp, das ist genauso definiert. Es gibt dann eine Endpoint Group, die heißt in dem Fall App. Und wenn ich da runter scroll, mit allen Parametern definiert. Und das Nette daran ist eben, ich kann es einerseits kennenlernen, aber ich kann eben auch hier sagen, okay, ich lösche dieses Objekt jetzt hier. Sieht man, wie schnell man in einer ACI-Fabrik was löschen kann im Data Center. Und kann das Ganze jetzt hier auch mittels einem anderen Menüpunkt, nämlich Post, kann jetzt hier mein zuvor gedownloadetes JSON-File hier per Mausklick wieder rein posten und habe sofort alle Child-Objekte wieder da. Und das ist eigentlich relativ genial, weil ich habe hier die Möglichkeit, ohne programmieren können zu müssen, kann ich mich mit den Objekten in ACI vertraut machen und kann auch diese Objekte hier umbenennen und könnte so serienbriefartig auch wieder ACI konfigurieren, ohne dass ich doch nur eine Zeile programmieren können muss. Das ist sicherlich ein großer Vorteil. Es gibt noch eine Sache, die ich kurz herzeigen möchte. Es gibt etwas, das nennt sich API Inspector. Das rufe ich auch übers grafische User Interface auf. Und ich kann jetzt hier eine Konfiguration vornehmen. Also wie konfiguriert man ACI? Das kann ich leider nur zeitbedingt kurz hierher zeigen. Ich kann hier ein Endpoint Group Objekt reinziehen. Ich nenne diese Endpoint Group jetzt Backup und man sieht, wie in der Theorie gelernt, ich muss auch eine Bridge-Domain zuweisen. Also es gibt ein Default-Gateway vielleicht, das eben in dieser Bridge-Domain drinnen definiert ist. Und wenn ich das jetzt hier mache und jetzt hier nochmal lösche und sage jetzt hier Submit, dann sieht man hier, es wird alles, was quasi im Hintergrund dieses GUI im Hintergrund tut, und das sind im Endeffekt immer API-Calls, wird jetzt hier mir angeboten und dargestellt. Also jeder Mausklick, jede Aktion in ACI kann ich hier mitloggen. Und das Schöne daran ist, ich bekomme hier eine URL mitgeliefert. Das ist genau die URL, wo dieser HTTP-Request hingeschickt wird. Also API-Calls oder Application Programming Interface sind ja nichts anderes als HTTP, GET oder POST Messages. Das heißt, ich müsste hier an diese URL dieses Objekt genauso pasten, genauso wieder hinschicken. Und damit ich sozusagen meine ACI Fabric programmatisch konfigurieren kann. Also es gibt hier ein Tool dafür, dass das sehr einfach bietet. Das nennt sich Postman. Das ist quasi unser erstes Tool, was wir heute hierher zeigen in diese Richtung. Und hier habe ich die Möglichkeit, sehr einfach API-Calls
zu ACI abzusetzen. Was ich jetzt zuerst machen muss, ich muss mich einloggen. Da gibt es auch ein fertig vorgefertigtes Template dafür. Und was ich jetzt hier mache, ist, ich nehme diese URL, gebe die hier in den Postman an und nehme jetzt hier die Payload, die ich jetzt hier schicke. Damit erzeuge ich einen HTTP Post Call. Und was ich jetzt vorher noch machen muss, ich muss dieses Objekt hier wieder löschen. So. Damit haben wir den Ursprungszustand wieder hergestellt. Und jetzt rufe ich quasi diesen Call auf und mache hier einen Refresh. Und wir sehen, ich habe sofort meine Endpoint-Group wieder mit der gleichen Definition. Macht jetzt natürlich so wenig Sinn, weil es gibt keinen zugefügten Contract. Es soll aber zeigen, welche Einstiegsmöglichkeiten ich mit ACI habe, um mich mit dieser neuen Art der Konfiguration vertraut zu machen. Gut, das war unser erster Demo-Teil. Damit übergebe ich wieder an Stefan. Genau, nach unserem kleinen ersten Demo-Teil möchten wir jetzt auch nochmal auf das Thema initiales Fabric-Setup eingehen. Und zwar das Bild, das dürfte wieder jedem bekannt vorkommen. Im klassischen Netzwerk muss man einfach beim initialen Setup sehr viel von Hand konfigurieren. Im Gegensatz hierzu kann das initiale Fabric Setup mit ACI sehr viel schneller umgesetzt werden, da der Epic Controller einem einfach viel Arbeit abnimmt. Das heißt, er konfiguriert uns unser Switch Management, unser Underlay Network, was ISIS basiert ist, unser Overlay Network, was VXLAN ist, unser Multiprotokoll BGP, was für Multicast und Kontrollplänen und für die Verbindung zu externen Netzen da ist. Laut Cisco hat man da eine Zeitersparnis beim Provisionieren von Hardware von bis zu 79%. Das heißt, man kann da einfach sehr viel schneller reingehen. Eine weitere Möglichkeit, die ACI einbietet, ist eben die API-Driven-Konfiguration, wo wir jetzt heute vom Herwig auch schon ein bisschen was zum Einstieg gehört haben. Das heißt, man kann Konfigurationsänderungen in der Fabric eben einmal über die grafische Benutzeroberfläche, so wie wir es auch gesehen haben, per Klicken und so, machen oder eben per Skript. Hier im Beispiel kann man ein Ansible Playbook sehen, welches Bind- und Leave-Switches initial in die Fabric aufnimmt. Wir werden auch nachher da noch ein bisschen mehr dazu haben. Und damit wären wir dann auch direkt bei unserem Thema Automation angekommen. Und wir haben euch heute drei Automation Use Cases mitgebracht. Wir werden für alle drei Use Cases eine Live-Demo herzeigen. Das heißt, für jeden dieser Use Cases wird es eine Live-Demo geben. Und starten werden wir mit unserem NTS Day One Setup with Best Practices. Hierbei handelt es sich um ein Skript, welches von einem Kollegen aus dem OC entwickelt wurde und das eben beim initialen ACI Setup standardisiert Best Practices ausrollen kann. Unser zweiter Use Case befasst sich dann mit dem ganzen Thema Migration und wie die automatisiert werden kann. Und zuletzt wollen wir euch zeigen, wie man im Prinzip tägliche Aufgaben automatisieren kann. Damit wären wir dann auch wieder beim nächsten Agenda-Punkt, dem Automation Toolset. Genau, und bevor wir da genauer reingehen, noch ein paar Worte, ein paar philosophische Worte wieder von meiner Seite. Wir haben ja DevOps in der Überschrift stehen und das ist ja durchaus ein etwas schwieriger, behäbiger Begriff. Warum? Er ist nicht wirklich genau definiert. Es steht für eine Mischung aus Development Operations und in Wirklichkeit steht ja dahinter eine Anzahl oder ein mannigfaltige Prozesse und auch Unternehmensstrukturänderungen, die ja in Wirklichkeit im realen Leben sehr wenige Unternehmen nur umsetzen. Also reden wir von den Global Playern am Service Provider Markt, diese großen App-Entwickler dieser Welt und so weiter, die gehen am ehesten in diese Richtung. Im Enterprise-Umfeld schaut das natürlich viel anders aus. Also wir maßen uns nicht an, hier
eine genaue Definition von DevOps zu geben. Was wir aber erreichen wollen ist und was wir sehen, dass die Tools, die einhergehen mit dieser DevOps-Bewegung, wenn man sie so nennen will, die Tools sind durchaus sehr, sehr interessant, auch für uns, einerseits im IP-Netzwerkbereich, aber auch sicherlich für Unternehmen im Enterprise-Bereich, vielleicht Dinge zu optimieren, Dinge zu automatisieren, Dinge zu verbessern. Also die Tools sind eigentlich das, was uns dahinter interessiert. Allem vorweg gibt es ja eben die Container-Plattformen, die uns, wo wir sehen, dass es im Enterprise-Umfeld jetzt schon langsam Fuß fasst. Also wir sehen auch, dass das klar kommen wird. Hier sind ja auch die Vorreiter ganz andere. Wir sehen einfach die großen Vorteile und das geht alles mit diesem Begriff DevOps einher. Wir konzentrieren uns heute eindeutig auf die Tools. Genau. Und damit wären wir beim Thema Automation Toolset auch wieder angekommen. Vorneweg ist es wichtig zu erwähnen, dass es hier nur ein kleiner Teil der möglichen Toollandschaft ist. Es gibt sehr, sehr viel mehr Tools, die eingesetzt werden können, getreu dem Motto, viele Wege führen nach Rom. Für unsere Automation-Demos haben wir uns allerdings auf die hier, haben wir allerdings auf die hier aufgeführten Tools gesetzt. Das heißt, wir haben als Programmiersprache Python benutzt, was natürlich auch mittlerweile im Cisco DevNet-Umfeld sehr, sehr verbreitet ist. Und in diesem ganzen Automatisierungsteil. Wir haben dann Ansible und Terraform auch in unserer Demo noch haben mit dabei. Das heißt, wir werden euch kurz Ansible vorstellen, was das ist. Wir werden euch Terraform vorstellen und dann ein bisschen auch vergleichen. Und zuletzt möchten wir dann auch noch ein bisschen auf das Thema CI/CD-Pipeline eingehen. Und unsere CI/CD-Pipeline haben wir eben mit GitLab realisiert. Damit wären wir dann auch beim Punkt Ansible. Und was ist nun Ansible? Bei Ansible handelt es sich um ein Open Source Configuration Management Tool. Dafür gibt es auch kommerziellen Support von Red Hat. Das Ganze ist deklarativ sowie idempotent. Jetzt, was heißt das wieder? Deklarativ heißt, muss, um ein bestimmtes Objekt anzulegen, dem Controller bzw. Ansible, also das Ganze gilt auch für SDN-Controller, nicht Schritt für Schritt sagen, was zu tun ist, sondern der Controller bzw. Ansible weiß die erforderlichen Schritte und provisioniert diese automatisiert. Dann wären wir aber beim schönen Wörtchen idempotent. Und idempotent bedeutet in der Informatik, dass ein Stück Programmcode mehrfach hintereinander ausgeführt das gleiche Ergebnis wie bei einer einzigen Ausführung liefert. Auch ganz wichtig. Mit Ansible kann ich eben eine Vielzahl von Systemen managen, von VMs über Network Devices, über Cloud-Instanzen. Ansible an sich ist agentless. Das bedeutet, es benötigt keinen Agent auf dem Zielsystem, also auf dem Zielsystem, was ich managen möchte, muss nichts installiert sein. Allerdings gibt es serverseitige Python-Abhängigkeiten, sage ich mal, auf dem System, wo ich meinen Ansible laufen lasse, auf dem Serversystem. Was ich euch jetzt auch noch kurz herzeigen möchte, ist der Ansible Collection Index. Im Ansible Collection Index sind die ganzen Collections, die es eben für Ansible so gibt, aufgeführt. Man sieht, da sind auch viele Hersteller dabei, wie jetzt Amazon, Checkpoint oder eben auch Cisco. In unserem Fall Cisco ACI. Es gibt auch einige Collections, die Community-driven sind, das heißt, die entwickelt die Community. Und wenn ich jetzt hier mal ein bisschen runterscroll, seht ihr, es sind auch ein paar. Also es ist nicht ganz so wenig. Was uns heute interessiert, ist natürlich die Cisco ACI Collection. Die möchte ich euch ein bisschen auch genauer vorstellen. Wenn man sich das dann wieder anschaut, diese Collection, ist diese Collection wieder in Module untergliedert und jedes Modul stellt halt eine Funktion dar. In unserem Fall wollen wir jetzt gleich mal uns das Modul ACI-BD für Bridge Domain anschauen, weil wir ja später auch eine Bridge Domain anlegen möchten. Wie ihr seht, gibt es aber ganz, ganz viele, viele mehr Module hier, die verwendet werden können. Aber was man auch sagen muss, ist, dass es nicht, sage ich mal, für jede Funktion, die einem Cisco ACI bietet, ein Ansible-Modul gibt. Da stößt man so ab und so an die Grenzen. Aber für die wichtigsten Funktionen gibt es eben Ansible-Module. Wenn wir uns jetzt mal das ACI Bridge Domain Modul anschauen,
Dann sehen wir ein bisschen, wie die Doku aufgebaut ist, die, wie ich finde, sehr cool ist. Wir sehen im Prinzip alle Parameter, die dieses Modul, die wir diesem Modul mitgeben können. Und dann natürlich auch immer schön beschrieben, was für ein Typ hat jetzt dieser Parameter. Ist es ein String? Ist es eine Bool? Und was ist es denn überhaupt als Beschreibung? Das heißt, wenn wir uns das hier anschauen, die Variable BD vom Typ String ist einfach der Name der Bridge-Domain. Wenn wir hier jetzt wieder ein bisschen weiter scrollen, dann sehen wir ja, es ist wieder ganz schön viel möglich zu konfigurieren hier. Und ganz am Ende hat diese Modulbeschreibung, diese Doku, aber auch noch Beispiele, was eigentlich ganz cool ist, wo man dann sehen kann, wie kann ich denn jetzt so eine Bridge-Domain anlegen. Das heißt, hier wird im Prinzip in Ansible, in einem Playbook gibt es sogenannte Tasks, die hintereinander ausgeführt werden. Dem muss man einen Namen geben. In dem Fall hat man dem Task den Namen AddBridgeDomain gegeben. Und da wird dann eben dieses Cisco ACI Bridge-Domain-Modul aufgerufen. Und dann übergeben wir im Prinzip diesem Modul wieder unsere Variablen. Wir brauchen erstmal den Host, den Username und das Passwort von unserem Epic-Controller. Sind wir im Prinzip wieder in unserer Hierarchenstruktur. Das bedeutet, wir müssen erstmal angeben, in welchem Tenant befinden wir uns. In dem Beispiel ist es jetzt der Tenant Prod. Die nächste Ebene ist dann im Prinzip das VRF-Level. Das heißt, wir müssen sagen, okay, in welchem VRF wollen wir diese Bridge-Domain konfigurieren. In dem Fall ist es das Prod underscore VRF. Und dann mit dem Keyword BD sagen wir dann im Prinzip, wie wir vorher schon in der Doku gesehen haben, wie unsere Bridge-Domain heißen soll. Genau. So viel jetzt erstmal im ersten Schritt zu Ansible und dann übergebe ich wieder an den Herwig für den Terraform-Part. Genau. Also Terraform hat sehr, sehr viele Ähnlichkeiten zu Ansible und das kann man gleich mal auch vorweg sagen. Speziell für uns im Networking-Bereich ist es ein bisschen eine Geschmackssache, was man lieber hat. Aber beide Tools haben ihre Berechtigung, beide Tools haben ihre eigene History und auch ihre Zielgruppen. Ansible kommt aus der Linux-Ecke, Server, Applikationsprovisionierung und so weiter. Terraform zielt eindeutig auf die Cloud-Provisionierung ab. Das heißt eben Dinge wie VMs, Container, Firewalls auch, Load Balancer in der Cloud, also alles, was man so für einen Betrieb innerhalb einer Cloud braucht, kann man sehr, sehr gut mit Terraform mannigfaltig. Also wir haben eine eigene Skriptsprache, wenn man so will. Also die Grundidee bei beiden ist in Wirklichkeit, ich muss nicht oder ich möchte nicht programmieren können, will aber diese Annehmlichkeiten der API-Provisionierung nutzen, der Automatisierung. Das heißt, wenn ich nicht programmieren lernen will, eine einfache Skriptsprache an der Hand haben will, dann sind beide Tools, Ansible und Terraform, sicherlich ein perfekter Start. Bei Terraform kommt natürlich eine eigene Skriptsprache zum Einsatz. Sie nennt sich HCL, HashiCorp Language, und HashiCorp ist der Name des Unternehmens, das Terraform quasi pusht, auch mit weiterentwickelt. Das ist ja auch ein Open-Source-Projekt, wo im Prinzip jeder mitentwickeln darf. HashiCorp ist die Firma dahinter, die auch mit Support beispielsweise dann Geld verdienen will. Also eigene Skriptsprache. Es ist genauso deklarativ und idempotent, dieses wunderbare Wort, das wir ordentlich geübt haben, damit wir uns nicht versprechen. Der große Unterschied vielleicht zwischen Ansible und Terraform ist eben die sogenannte Immutable Infrastructure Concept, das versucht wird, hier abgebildet zu werden. Hat jetzt keine große Relevanz für uns direkt in der Netzwerkprovisionierung zum heutigen Tag. Kurz zur Erklärung, was bedeutet das überhaupt? Wir alle kennen die Mutable Infrastructure, kennen wir alle. Das heißt, zum Tag X wird eine Applikation entwickelt, gestaged und in Version 1 gelauncht.
Das ist in einer VM drinnen beispielsweise. Die Datenbank läuft ungünstigerweise in der gleichen VM und so weiter. Und zum Tag Y gibt es ein Feature-Upgrade oder eine Patch-Version oder das Betriebssystem in der VM muss gepatcht werden. Und an diesem Tag wird das System, so wie es jetzt lebt, angegriffen, verändert, gepatcht und dann funktioniert es am Ende des Tages hoffentlich wieder. Und wir wissen alle, dass das oftmals nicht so ist. Und da setzt, genau hier setzt die Immutable Infrastructure an, indem sie sagt, wir machen das Gleiche, was ich jetzt gerade beschrieben habe, im Step 1. Wir launchen ein neues Produkt, eine neue Applikation in einer VM, greifen die aber nie wieder ab dem Zeitpunkt, wo sie läuft, wo sie zufriedenstellend läuft, wir greifen sie nie wieder an. Und kommt jetzt dieser Patch-Tag, dann erstellen wir eine exakte Kopie mit der gepatchten Version, können damit, und zwar in einer eigenen VM, in einer eigenen Umgebung von mir aus, und können diese neue Version sehr geschmeidig, sehr angenehm testen und können, und was dann eben passiert, wir schalten die Zugriffe der User am Tag X oder am Tag Y in dem Fall auf das neue System dann um. Und am Ende des Tages wird sozusagen das System X, das noch immer läuft, abgeschalten. Also das ist das Konzept hinter Immutable Infrastructure. Container-Plattformen sind genau um dieses Konzept aufgebaut. Und wir werden sehen, dass das im Enterprise-Umfeld auch immer mehr kommen wird, weil es einfach viele, viele Annehmlichkeiten hat. Und Terraform baut genau darauf auf. Im Gegensatz zu Ansible wird der provisionierte State, also die Module, die da aufgerufen werden bei Terraform, die speichern einen State und der wird lokal im gleichen Ordner gespeichert und damit wird das Abbild des laufenden Systems lokal auch mit abgespeichert. Und wenn es jetzt eine Änderung gibt, dann weiß Terraform genau, was zu ändern ist. Und wenn ich das zerstören will, was ich ursprünglich gemacht habe, dann weiß auch Terraform genau aufgrund dieses States, was eben zu löschen ist. Das ist vielleicht der größte Unterschied. Möchte aber jetzt auch ganz kurz herzeigen, ähnlich wie der Stefan, also man sieht hier auch dann schon die vielen Ähnlichkeiten. Es gibt eine Dokumentation, also in dem Fall habe ich jetzt nach Terraform Providers gesucht. Der Begriff Provider ist im Endeffekt ein Produkt, ein Hersteller. Es gibt eben Provider, wie man hier sieht, für die großen Cloud-Plattformen natürlich. Und wenn man darunter geht, sieht man auch Verified Providers. Das sind tatsächlich dann Module oder im Provider heißt es bei Terraform, die von Herstellern geschrieben werden. Und so bietet eben auch Cisco ein Terraform-Modul an, für ACI und auch wieder analog zu Ansible, wie es der Stefan hergezeigt hat, es gibt eine sehr, sehr gute Dokumentation. Und um hier kurz einen Einblick zu geben und auch gleich vielleicht zu vergleichen, es gibt hier ein Modul, das heißt ACI Bridge Domain und man sieht, im Endeffekt geht es ums Gleiche. Ja. Wir haben hier eine knackige Struktur, die uns genau die Möglichkeiten gibt, in dem Fall die Bridge-Domain-Parameter anzugeben. Und wir sehen das hier schon an diesem Beispiel. Es ist ein bisschen anders aufgebaut. Also die Ressource heißt es hier, heißt eben ACI Bridge-Domain. Und das hier hinten ist ein frei definierbarer Name, den ich frei wählen kann und auf den ich dann später wieder referenzieren kann. Also wenn ich jetzt eine Bridge-Domain anlege und darunter oder danach dann eine Endpoint-Group, dann muss ich ja bekanntlicherweise diese Endpoint-Group einer Bridge-Domain zuweisen und das erfolgt dann über diesen Namen hier hinten. Ansonsten läuft es eigentlich ähnlich. Ich kann jetzt diesen Block, könnte ich jetzt hier nehmen, in ein Textfile reingeben. Das Textfile schaut dann grob gesehen so aus. Ein Textfile mit einem Namen .tf für .terraform. Und hier sehen wir zum Beispiel die Ressource Tenant, ACI Tenant. Wir legen einen neuen Tenant an und man sieht, das ist denkbar einfach. Ich muss eigentlich nur, kann optionale Description vergeben, muss einen Namen vergeben. Wir sehen hier wird auf Variablen referenziert, das schauen wir uns dann später noch genauer an.
Aber es ist relativ einfach, hier reinzukommen und mit diesem, mit dieser Skriptsprache zu starten und in ACI zu provisionieren. Genau, also das sind so die wichtigsten Punkte zu Terraform. Und damit gebe ich wieder zu dir. Angelangt. Und zwar Terraform und Ansible. Und zwar ist es so, dass für uns einfach wichtig ist, dass sowohl Ansible als auch Terraform eben nebeneinander existieren können. Genau. Also für uns ist es im Prinzip nicht ein Entweder-Oder, sondern ein Und unter Umständen. Ja. Das heißt, es kommt auch oft sehr, sage ich mal, auf den persönlichen Geschmack, sage ich mal, vom Netzwerktechniker an. Hat man schon mehr Erfahrung vielleicht mit Ansible gemacht oder mit Terraform? Ist vielleicht schon eins, sage ich mal, der Produkte im Unternehmen im Einsatz. Man sagt, okay, deswegen gehen wir vielleicht in die Richtung. Ja. Aber uns ist eben wichtig zu sagen, dass auch für unser ACI-Deployment wir im Prinzip mit beidem sehr gut leben können. Ja. Also wir werden dann nachher auch im Demo-Teil sehen. Wir haben eine Demo so vorbereitet, wo wir im Prinzip einmal mit Ansible und einmal mit Terraform genau das Gleiche am Ende erreichen. Und dazu passt dann eben auch ganz gut. Man kann mit Terraform zum Beispiel eine VM erstellen und mit diesem Terraform dann noch ein Ansible-Playbook aufrufen, was dann zum Beispiel noch Ad-Hoc-Aufgaben in dieser VM konfiguriert. Damit wären wir dann auch beim nächsten Punkt und das wäre Git und GitLab. Genau, das übernehme ich wieder. Das ist sozusagen jetzt das letzte Tool, was wir jetzt vorstellen wollen als DevOps-Tool. Ganz interessant, Git ist an und für sich ein Command-Line-Tool, also wer es kennt, das kann ich lokal bei mir im Rechner verwenden. Und das ist eigentlich, also erfunden wurde es vom Herrn und Meister aller Softwareentwickler von Linus Torvalds, den man hier unten rechts dargestellt hat. Ja, Git ist eigentlich ein Abfallprodukt entstanden aus dem Linux-Kernel-Entwicklungsthema, weil ganz einfach am Linux-Kernel ist ja auch ein Open-Source-Projekt, da arbeiten mitunter auch tausende Leute mit. Und es hat einfach ein Tool gebraucht, einerseits Versionierung der Codes zu ermöglichen, aber eben auch Kollaboration Oh, die lustige vielen, vielen Leuten. Und daraus ist Git entstanden. Und Git ermöglicht jetzt rein als Command-Line-Tool, das kann man sich auf allen Betriebssystemen installieren, kann man in einem Ordner auf seinem Rechner aktivieren. Das Kommando heißt Git init. Und was dann passiert ist, es wird sozusagen ein Abbild des lokalen Ordners getrackt. Das heißt, wenn ich Änderungen an einem Textfile mache, ich schreibe einen neuen Code oder in unserem Fall, ich schreibe zum Beispiel auch ein Config-Template oder ich schreibe für ACI eben ein Ansible oder Terraform-Skript. Ich kann zum Zeitpunkt X, wo ich sage, okay, das gefällt mir jetzt schon ganz gut, ich möchte es so einmal abspeichern, ausprobieren. Dann mache ich ein Git Commit, das ist ein Command-Line-Kommando eben auch. Mit dem wird ein Timestamp erstellt und ein Snapshot, wenn man so will. Und dieser Snapshot ist dann festgefroren in diesem Ordner, wird von Git verwaltet. Dann, wenn ich dann wieder Änderungen mache im Nachgang und möchte sagen, ich möchte noch ein paar andere Sachen ausprobieren, dann kann ich sagen, okay, es gibt wieder einen Timestamp oder einen Snapshot, den ich zu diesem Zeitpunkt machen will. Und das Schöne ist, ich kann zwischen diesen Snapshots hin und her schalten, kann ihm sagen, was ist meine eigentliche Version, die ich jetzt sozusagen für meine Provisionierung verwenden möchte. Und dadurch ist Git auch für uns, also ich wundere mich immer ein bisschen, dass wir das als Netzwerktechniker nicht schon länger verwenden, auch für unsere klassischen Config-Templates beispielsweise, weil wir hier dann automatisch eine Versionierung unserer Config-Templates mit dabei haben und wir nutzen es auch tatsächlich intern schon bei NTS für diesen Zweck. Das Command-Line-Tool ist das eine, was ich bei mir sozusagen lokal verwenden kann. Und in Kombination mit GitLab, das ist ein eigenes Produkt, wenn man so will,
Viele werden GitHub kennen. GitHub macht im Prinzip genau das Gleiche, nämlich ein zentrales grafisches GUI und eine zentrale Verwaltung meiner lokalen Projekte sozusagen oder meiner lokalen Ordner abzubilden in einem zentralen Ablagesystem mit Versionierung eben. Und GitLab und GitHub tun das Gleiche, sind aber verschiedene Produkte. Beide mittlerweile, muss man sagen, also GitHub war ursprünglich nur im Internet verfügbar. Ich habe gelernt, GitHub kann man mittlerweile auch on-premise, offline installieren. GitLab eben auch. Also GitLab ist so die richtige Open-Source-Variante, die ich auch gratis nutzen kann. Und dann gibt es wiederum für GitLab auch Support, den man zusätzlich einkaufen kann. Also wir verwenden bei NTS beispielsweise auch für unsere Software-Development-Projekte die Bezahlform von GitLab, einfach um den Support zu haben. Und genau, also dieses zentrale GitLab ist eben ein sehr wichtiges Ding für uns. Und wenn wir jetzt eine Folie weitergehen, gibt es noch eine weitere Funktion neben dieser Versionierung und neben dieser Möglichkeit, gemeinsam an Projekten zu arbeiten. Gibt es auch die Möglichkeit, seine Funktion ist eingebaut, der sogenannten GitLab CI/CD. CI/CD wird der eine oder andere auch schon öfter mal gehört haben, ist auch momentan immer mehr in aller Munde. Steht für Continuous Integration, Continuous Deployment oder Continuous Development eher auf der Software-Development-Seite. Bei uns passt besser der Begriff Continuous Deployment, weil wir wollen beispielsweise Terraform oder Ansible, wir wollen ein Skript erstellen, das uns etwas konfiguriert, wollen das sozusagen versionieren. Also wir wollen auch später die Möglichkeit haben, wieder zurückzusteigen oder das weiterzuentwickeln. Und ich kann in GitLab eine Funktion nutzen, die mit einer Zusatzdefinition sagt, okay, wenn ich das jetzt auf GitLab hochlade, dann möchte ich, dass automatisch was ausgeführt wird. Und in unserem Beispiel ist das meistens, es wird zum Beispiel ein ACI-File generiert oder es wird direkt auf ACI etwas provisioniert. Man kann aber dieses GitLab CI/CD auch verwenden, um mannigfaltige Systeme zu provisionieren. Man könnte ACI damit programmieren, man könnte eine Firewall, man könnte Firewall-Rules provisionieren oder man kann virtuelle Maschinen und dergleichen auch damit anlegen. Und das sind die Funktionen, die wir jetzt in den folgenden Demos auch verwenden wollen. Gut, und damit mache ich gleich weiter und damit steigen wir jetzt wieder in die Praxis ein. Und wir wollen jetzt eben diese Use Cases, die der Stefan eingangs schon erwähnt hat, wollen wir jetzt im praktischen, lebenden Beispiel herzeigen. Und wir beginnen bei diesem Day-One-Setup beziehungsweise den Best Practices, die wir in ACI abbilden können und wollen. Hat ein Kollege aus dem OC entwickelt und ist eigentlich eine sehr, sehr geniale Idee, weil es gibt Empfehlungen, klare Empfehlungen von Cisco, welche grundlegenden Parameter in ACI gesetzt werden sollen, welche Werte, welche Konfigurationsparameter einfach von Cisco empfohlen werden, weil sie einfach gut geprüft sind und hoffentlich auch auf der ganzen Welt im Einsatz. Und mit dieser Möglichkeit erstellen wir, mit diesem Skript, erstellen wir sozusagen ein Ready-to-Post-File, dieses Best Practices-to-Post-JSON, was man hier auf der Folie sieht. Das ist das, was dann dabei rausfällt. Und das können wir bei einer initialen Fabric-Installation gleich einmal so reinspielen. Das heißt, im Idealfall schauen alle unsere ACI-Fabrics bei unseren Kunden alle gleich aus und haben diese Best Practices mit umgesetzt. Wie es halt funktioniert, ist hier symbolisch dargestellt. Wir haben zwei Input-Files, die wir verarbeiten. Auf der einen Seite gibt es ein Parameters.yaml-File. Das sind jetzt schon wieder komische Extensions, die vielleicht nicht jeder kennt. Ein YAML-File ist auch etwas, was immer, immer gängiger wird. Es ist einfach eine Möglichkeit, in einem Text, in einer Textdatei für einen Menschen sehr leserlich eine Datenstruktur wiederum zu erstellen. Ich zeige das dann eh gleich her. Da stehen unsere Best-Practice-Werte
von Cisco drinnen. Und das zweite Input-File, was wir hernehmen, ist das Best Practices JSON.j2. J2 steht für Ginger 2. Das ist wieder etwas Spezielles. Das ist eine Template-Sprache, die es ermöglicht, wiederum ein Text-File, das unsere Grund-ACI-JSON-Struktur eigentlich drinnen abgespeichert hat. Und die Besonderheit, was Ginger 2 kann, ich kann da drinnen Variablen einsetzen, die dann sehr über ein sehr kompaktes Skript, das ist unser Render-Template Python, kann dann aus diesen Parameters-YAMLs die Variablen rausnehmen und kann die über dieses Ginger 2 Template zu einem fertigen Best Practice JSON machen. Und wie das jetzt ausschaut, möchte ich jetzt in der nächsten Demo kurz herzeigen. Also wir haben hier, jetzt sieht man hier das erste Mal unsere GitLab-Oberfläche, die wir hier im Labor aufgesetzt haben. Und GitLab ist grundsätzlich in Projekten aufgebaut. Also man sieht hier einen Folder, der heißt ACI Boxenstopp. Also man kann so eine Ordnerstruktur erstellen. Uns interessiert jetzt das Projekt ACI Best Practices. Wenn ich da reingehe, dann ist das eben unser Best Practices Repository. Man sieht, das sind jetzt eine Vielzahl von Files, die da drinnen liegen, wie in einem Ordner. Ja. Und GitLab verwaltet die eben. Also es gibt da bei GitLab dann die Möglichkeit, zum Beispiel zu sagen, okay, schauen wir uns die letzten Commits an. Und man sieht da diese ganze Historie von diesem Projekt. Also alles, was jemals geändert wurde, wird hier als eigener Commit abgespeichert und dadurch habe ich eine unveränderbare, immer sichtbare Historie und ich kann hier auch einzelne Commits miteinander vergleichen, sehe dann genau, was wurde da geändert. Das ist durchaus schon sehr praktisch. Wenn wir da jetzt aber wieder auf unser Best Practices zurückgehen, ich habe gesagt, es gibt ein paar wichtige Files. Ja. Auf der einen Seite das Parameters.yaml-File. Und hier sieht man, da sind alle Cisco Best Practices drinnen vereint. Wir schauen natürlich, dass wir das aktuell halten und wenn sich da was ändert, dass wir das hier auch mitmachen. Und das zweite, was ich kurz herzeigen möchte, ist das Ginger 2. Das ist allerdings jetzt die XML-Variante. Man kann ja in ACI sowohl XML als auch mit JSON arbeiten, wie es einem lieber ist. Und hier sieht man, das kommt uns schon bekannt vor, ähnlich zu dem, wie ich es in meiner ersten Demo gezeigt habe, diese JSON-Struktur mit der Besonderheit, also jetzt habe ich das Falsche geöffnet, das ist das To-Post-File. Ich wollte eigentlich das Template-File aufmachen. Also selbe Struktur, die Besonderheit hier mit diesen doppelten geschwungenen Klammern, das ist eben diese Eigenheit von Ginger 2. Ich kann auf Variablen referenzieren, die aus dem Template.yaml kommen. Ja, mit dem muss man sich natürlich einmal beschäftigen. Aber man wächst da eigentlich ganz gut rein. Kurz das Skript noch hergezeigt. Und im Endeffekt macht das nichts anderes. Es lädt dieses Ginger-Template, es lädt das YAML-File, das Python-Skript, die große Logik liegt darin, das Template zu rendern, also quasi YAML-File und Ginger-2-File zusammenzufügen und dann ein Out-File zu schreiben. Und genau. Und was ich jetzt hier machen kann, ist, ich kann das automatisiert direkt hier im GUI machen, ohne dass ich Python bei mir lokal laufen lassen muss. Und das ermöglicht uns, diese CI/CD-Pipeline, das ist ein eigenes File. Wir zeigen das dann noch genauer her bei der Ansible und Terraform-Demo, wo wir diese Funktion auch nutzen. Das ist dieses Feature, was wir genannt haben. Hier sehr einfach. Ich habe einen Ablauf, der hier läuft, sobald ich etwas an einem File ändere. Dann wird dieses Python-Skript hier direkt am GitLab-Server ausgeführt. Das mache ich jetzt. Also ich gehe jetzt hier in das Parameters-YAML und sage jetzt hier direkt Edit.
kann hier direkt in GitLab Änderungen vornehmen. Ich meine, das ist jetzt natürlich eine ziemlich mutige Änderung. Ja, ich sage jetzt hier, systemweit wollen wir eine MTU von 1500 verwenden. Ist vielleicht nicht so schlau. Und sinnvollerweise mache ich hier eben, okay, ändere mal die MTU, weil ja jedes Commit immer auch als Version abgespeichert wird. Man sieht dann auch, okay, der Herwig war so mutig und hat die MTU auf 1500 geändert. Vielleicht sollte man nochmal überdenken, ob wir den auf Kunden lassen wollen. Was jetzt hier passiert ist, das ist das erste Indiz für mich. Es fängt hier eine sogenannte Pipeline zu laufen. Das ist eben dieses CI/CD. Durch diese Änderung, durch diesen neuen Commit, läuft hier eine Pipeline, die ist jetzt schon fertig. Da könnte ich jetzt auch tiefer reinschauen, aber im Endeffekt hat das Python-Skript ausgeführt. Und was hat das Python-Skript gemacht? Wenn wir hier auf die Files wieder zurückgehen. Es hat mir 26 Sekunden, ist das her, zwei Files angelegt, ein JSON und ein XML. Und wenn ich das jetzt wieder aufmache, ist das jetzt die neue Version mit der MTU, die jetzt auf 1500 gesetzt ist. Und dieses File kann ich jetzt 1:1 in jede ACI-Fabric auf dieser Welt reinposten und habe damit die Best Practices umgesetzt. Also das ist so unsere erste Demo, die wir wirklich auch sehr, sehr nutzen und die wir auch sehr, sehr praktisch finden. Gut, damit gehen wir zurück zu den Folien. Wir haben noch eine zweite Demo, die ich gleich im Anschluss machen möchte. Auch aus der Praxis genommen, und zwar die Migration Automation. Die nutzen wir für eigentlich typische ACI-Projekte, vor allem die größeren. Worum geht es hier? Wir nehmen eine Quellinformation wieder her, in dem Fall ist es ein Excel-File, wo wir das klassische Netzwerk oder das bestehende Netzwerk abbilden. Also wir können leider zeitlich bedingt jetzt nicht auf eine Brownfield-Migration genauer eingehen. Fakt ist, wir müssen ja das Bestandsnetzwerk ablösen. Wir können nicht wie auf der grünen Wiese plötzlich mit dem Application-Centric beginnen. Das heißt, wir müssen die Fallen-Struktur in ACI abbilden. Und das kann ich mit diesem Excel-File, das fülle ich tatsächlich mit dem Kunden gemeinsam aus oder der Kunde füllt es sogar für mich aus. Ich sage, okay, diese VLANs haben wir. Dieses Excel-File nehme ich dann, baue daraus ein JSON-File und habe hier sogar die Möglichkeit, optional, also ich könnte dieses JSON-File, wie ich es in der ersten Demo gezeigt habe, mit Post direkt im GUI reinpushen. Hat den Vorteil, ich brauche keinen API-Zugriff auf die ACI-Fabrik des Kunden. Oder ich verwende diese Post-to-ACI-Skript-Variante, wo ich direkt, das machen wir bei uns im Lab, direkt auf den API-Controller dann diese Konfiguration pushe. Und damit gehen wir wieder zurück auf meinen Rechner. Und ich springe mal in das andere Projekt rein, das nennen wir hier ACI Migration. Hier sehen wir wieder gleiche Struktur, also wir haben diese Python-Skripte drinnen, den JSON-Builder, Post to ACI, das sind die beiden Python-Skripte. Was aber hier eben relevant ist, ist unser Excel-File. Das habe ich hier als CSV verwendet, weil GitLab das auch sehr, sehr schön darstellen kann. Also ich lade mir das jetzt runter. Ich habe jetzt die Variante gewählt, dass ich mir das hier lokal abspeichere. Und man sieht, hier wird ein Tenant namens Docs angelegt und ich habe mir hier in einer ruhigen Minute 100 Namen einfallen lassen. Und was ich jetzt hier mache, ist, ich erstelle ein neues VLAN sozusagen. Nennen wir das VLAN 4002 Knecht Ruprecht, oder machen wir es kürzer, nennen wir das WLAN SUSI. So. Und die Bridge Domain, die ich da auch anlegen möchte, definiere ich auch noch. Der Rest kann, soweit ich es in Erinnerung habe, eigentlich gleich bleiben.
Jetzt habe ich eine Änderung vorgenommen bei mir lokal. Und was ich jetzt machen möchte, ich möchte diese Änderung pushen. Das heißt, ich sage hier replace im GitLab. Also ich ersetze das File. Ich ändere jetzt hier die Message nicht. Das ist wieder ein neuer Commit, damit wird eine neue Version erstellt. Und wir sehen, ja, die Pipeline läuft wieder los. Ich habe hier genauso eine CI/CD-Pipeline erstellt, die diesen JSON-Builder-Skript ausführt. Das ist das, was hier jetzt als erstes passiert. Und das ist jetzt schon fertig und hat mir das JSON-File erstellt. Ich zeige es jetzt nicht her. Ich könnte das jetzt wieder verwenden und direkt über die GUI-Funktion Post ins ACI pushen. In dem Fall wollen wir das aber direkt ins ACI schicken. Ich habe so eine eigene Stage da eingebaut, die das ins ACI pushen soll. Schauen wir mal, ob das funktioniert, sofern ich mein Excel-File richtig erstellt habe. Genau. Und wir sehen, ich habe jetzt hier einen Tenant angelegt namens Dogs und habe mit einem Schlag um die 100 Endpoint Groups erstellt. Also wir sehen, das ist übrigens so ein klassisches Beispiel einer ACI-Migration. Wir können ja nicht das Rad in einem Schritt völlig neu erfinden. Also ich habe hier die gleichen VLANs, die der Kunde als bestehende Data Center VLANs hat, habe ich hier als Bridge-Domain im ACI angelegt und auch als Endpoint-Group. Das heißt, wir haben ein 1:1-Verhältnis und so erstellt man in ACI ein klassisches VLAN. Also Endpoint Group ist gleich Bridge Domain, ist gleich VLAN ID. Und man sieht, man spart sich da wirklich sehr, sehr viel Zeit. Ich kann in kürzester Zeit eine ACI Fabric in Wirklichkeit so aufsetzen. Gut, damit waren das von meiner Seite. Damit wären wir dann bei unserer letzten Demo angelangt, die wir heute zeigen wollen. Da wollen wir einerseits die Default Security in ACI zeigen und andererseits auch so ein bisschen, wie eben tägliche Aufgaben automatisiert werden können, wie Bridge Domain anlegen, EPGs anlegen. Wir haben hierzu die Demo eben einmal in Ansible vorbereitet und einmal in Terraform. Also wir lassen einmal durch Ansible und einmal durch Terraform die Konfiguration erledigen. Und damit reduzieren wir den Konfigurationsaufwand so weit, dass wir die Demos jeweils so in 10 Minuten durchführen können. In unserem Lab in Wien ist die Fabric bereits aufgesetzt und die Hypervisor-Integration mit VMware ist ebenfalls schon aufgesetzt. Im ersten Schritt erstellen wir uns im Prinzip Objektstruktur. Das heißt, wir lassen durch unsere Skripte erstmal einen Tenant konfigurieren. In unserem Fall heißt der Boxenstopp. Der Tenant hat dann wieder ein VREF. In unserem Fall das VREF Boxenstopp. Und da rein lassen wir im Prinzip dann zwei Bridge-Domains und zwei EPGs mit dem Namen Alpaca und Rotkehlchen konfigurieren. Durch die Konfiguration der EPGs Alpaca und Rotkehlchen werden dann in unserem vCenter, wie vorher schon gezeigt, durch ACI zwei Portgruppen angelegt. Dann kann im Prinzip diesen Portgruppen die entsprechende VM zugewiesen werden und dann lebt die in dieser Portgruppe. Was wir jetzt aber nicht haben, ist, wir haben noch keinen Contract zwischen diesen zwei EPGs. Das heißt, aktuell können Clients, die sich in EPG Alpaca befinden, im Prinzip nur ihr Default Gateway pingen oder halt Geräte, die innerhalb des EPGs wären, aber nicht Geräte, die in EPG Rotkehlchen sind. Dazu brauchen wir im Prinzip den Contract. Und das werden wir dann im zweiten Schritt konfigurieren. Das heißt, im zweiten Schritt wird das Skript hergehen und dann im Prinzip den Contract zwischen EPG Alpaca und EPG Rotkehlchen konfigurieren. Und dann wäre im Prinzip zwischen EPG Alpaca und EPG Rotkehlchen ICMP erlaubt. Wir können halt den Ping leider nicht live zeigen, da das sonst die Zeit komplett sprengen würde. Aber wir zeigen jetzt mal her, wie das Ganze funktioniert. Genau, hierzu starten wir jetzt mal mit der Ansible-Demo.
auch wieder ein Projekt in unserem GitLab drin. Und Ansible ist prinzipiell so aufgebaut, dass wir einerseits das Skript nennt sich Ansible Playbook, in dem dann die ganzen Module aufgerufen werden. Und dann haben wir im Prinzip noch ein sogenanntes Host-File, was wir mit angeben müssen beim Playbook. Das ist im Prinzip in dem Host-File ist unser Epic-Controller, Username und Passwort hinterlegt. Und damit unsere Playbooks etwas variabler sind sozusagen und mehrfach einsetzbar, haben wir es ja auch wieder so gemacht. Das heißt, wir haben pro Ansible Playbook ein eigenes externes Variablen-File, was auch wieder in dieser YAML-Sprache ist angelegt, wo dann im Prinzip die Variablen-Definition drin ist. Wir schauen uns das Ganze jetzt mal ein bisschen an und zwar starten wir erstmal in das erste Playbook rein. Wir können natürlich jetzt aufgrund der Zeit jetzt keine Deep Dive Ansible Session, was alles dieses Playbook da so macht, machen. Aber wir können es jetzt mal grob erklären. Das heißt, das Playbook hat im Prinzip einen Namen, Boxenstopp Step 1 Playbook. Dann gebe ich im Prinzip meine Hosts an. Das ist hier im Prinzip eine Referenz in dieses Host-File drin. Da ist dieser Epic 1 definiert und dahinter verbirgt sich dann im Prinzip die IP-Adresse, Username und Passwort von unserem Lab Epic in Wien. Dann damit wir im Prinzip dieses externe Variablen-File benutzen können, müssen wir es im Prinzip hier inkludieren. Und dann ist es eben möglich, in unseren verschiedenen Tasks, die wir machen, also wir nehmen uns jetzt mal den ersten Task, der nennt sich Add New Tenant, auf diese Variablen, diesen Variablen-File zuzugreifen. Das heißt, wir sehen, wir haben hier die Variablen wieder mit so schön geschwungenen Klammern definiert und rufen dann im Prinzip auch hier unten in diesem Task unser Modul ACI Tenant auf und erstellen dann im Prinzip einen Tenant mit der Variable Tenant und der bekommt dann noch eine Beschreibung. Schauen wir uns mal kurz das Variablen-File dazu an. Dann sieht man das nämlich ein bisschen, was da so passiert. Hier ist jetzt im Prinzip das Variablen-File, wo alle Variablen definiert sind, mit denen wir jetzt unser Demo-Setup aufsetzen lassen. Das heißt, wir sehen hier auch wieder unseren Tenant und sehen dann im Prinzip, welche Variable dieser Tenant hat oder welchen Wert, und zwar Boxenstopp. Und die Description für diesen Tenant ist dann Tenant für den Boxenstopp. Und so sind im Prinzip alle Variablen, die wir zum Aufsetzen brauchen, hier in diesen externen Variablen-Files gespeichert. Im Fall von Ansible habe ich jetzt im Prinzip einen Zwei-Step-Ansatz gewählt. Das heißt, im Step 1 wird im Prinzip die Tenant-VRF-Bridge-Domain-Struktur konfiguriert. Dann gibt es im Prinzip einen Pause-Step und dann wird im zweiten Skript der Contract definiert. Wir haben hier jetzt auch wieder eine CI/CD-Pipeline am Laufen, die verschiedene Stages hat, in unserem Fall 5 Stück. Ich zeige das jetzt auch ein bisschen her, wie das aufgebaut ist. Das heißt, wir haben im Prinzip uns einen Prozess generiert, der bei mir jetzt aus 5 Stages besteht. Wie gesagt, in Step 1 wird erstmal die generelle Tenant VREF Bridge Domain EPG Struktur aufgesetzt. Dann habe ich einen Pause-Step eingefügt. Das ist jetzt aus Demo-Zwecken so, damit die Pipeline einfach nicht weiterläuft und dieser Pause-Step braucht, wie wir es beim Herweg auch schon gesehen haben, manuelle Interaktion, damit es dann im Prinzip mit Step 2 weitergeht. Und in Step 2 wird dann der Contract konfiguriert. Dann gibt es wieder einen Pause-Step, damit ich euch zeigen kann, was so alles konfiguriert wurde. Und der letzte Step ist dann im Prinzip der Cleanup-Step. Das heißt, ich dekonfiguriere wieder alles, was ich konfiguriert habe, damit der Herweg dann das Gleiche mit seinem Terraform-Skript dann auch nochmal konfigurieren kann. Wenn wir uns dann so eine Stage ansehen, sehen wir im Prinzip hier, wir haben die Stage 1 mit Step 1 und dann gibt es hier so eine Image-Definition. Was hier passiert ist, das hier ist ein Docker-Container, der im Prinzip dann hochgefahren wird und in diesem Docker-Container wird dann unser Ansible wie folgt ausgeführt. Das heißt Ansible Playbook, es wird die Host-Datei angegeben und dann wird im Prinzip unser Step 1 ausgeführt. Das Schöne an der Variante, die wir jetzt hier haben, ist, wir haben uns tatsächlich diesen Docker-Container, den wir hier zum Ausführen unseres Skripts benutzen, schon vorneweg
erstellt und da drin sind alle Abhängigkeiten zum Ausführen unseres Skripts bereits installiert. Das heißt, im Prinzip der Docker-Container wird hochgefahren und unser Skript hat alle Dependencies in diesem Docker-Container und kann direkt ausgeführt werden. Jetzt wollen wir uns das Ganze auch mal noch live anschauen, was da so passiert. Wir starten die Pipeline in meinem Fall jetzt mal händisch. Das heißt, man kann hier einfach auf Run Pipeline klicken und sagen, renn du jetzt mal bitte los. Und dann sehen wir im Prinzip hier auch wieder unsere fünf Steps sozusagen. Das heißt, unser Step 1 ist Konfiguration dieser Tenant-Struktur. Wir sehen jetzt auch, die Pipeline ist jetzt ans Laufen gekommen. Das heißt, jetzt wird der Docker-Container gestartet und dann wird im Prinzip unser Ansible-Skript ausgeführt. Und wenn das dann erfolgreich war, kriegen wir hier gleich ein grünes Häkchen und dann sollte das auch entsprechend in unserem Epic konfiguriert sein. Wir können auch schon mal rüberspickeln, da schon was passiert ist. Genau, wir sehen jetzt im Prinzip, dass bereits ein Tenant mit dem Namen Boxenstopp angelegt wurde und wenn wir uns den dann wieder genauer anschauen, haben wir auch in diesem Tenant ein Application Profile namens Animals konfiguriert und in diesem Application Profile sind dann im Prinzip unsere zwei EPGs, einmal Alpaka und Rohkehlchen. Wenn wir das uns wieder im Topology View anschauen, sehen wir im Prinzip, wir haben unseren EPG Rohkehlchen, wir haben unseren EPG Alpaka, wir haben aber keinen Contract zwischen diesen zwei EPGs, das heißt, da wäre jetzt keine Kommunikation möglich. Wenn wir uns dann das vSphere anschauen, dann sehen wir, okay, hier ist auch was passiert. Und zwar wurden im Prinzip die Portgruppen für den EPG Alpaka und den EPG Rotkehlchen konfiguriert. Als nächstes wollen wir jetzt den Contract, das heißt, wir sagen jetzt, okay, Pause ist jetzt genug, du darfst weitermachen, liebe CI/CD-Pipeline. Wir müssen ganz kurz warten, bis dann im Prinzip der Step 2 ans Laufen kommt. In diesem Pause-Step passiert jetzt auch nicht sehr viel. Da wird tatsächlich nur ich bin Step 1 Pause auf die Command-Line ausgegeben, dass ein bisschen was passiert. Und wir sehen auch schon, okay, die Pipeline ist im Prinzip schon im Step 2. Solange das läuft, können wir uns auch nochmal anschauen, wie so ein Step aussieht. Genauer. Man kann sich das nämlich hier eben alles ganz schön nochmal auch rückwirkend anschauen. Das heißt, unser Docker-Container wird gestartet, dann wird unser Ansible-Playbook ausgeführt und dann führt dieses Playbook eben die verschiedenen Tasks aus. Neuen Tenant anlegen, neues Application-Profile anlegen, die Bridge-Domains anlegen, die EPGs anlegen und so weiter und so fort. Und wir sehen dann hier auch, dass im Prinzip 7 Sachen geändert wurden und 7 Sachen in unserem Fall okay waren. Mal in den Epic rein, ob unser Contract konfiguriert wurde und sehen, okay, der Step 2 ist in unserer Pipeline ist auch erfolgreich durchgelaufen. Der Contract zwischen EPG Rotkehlchen und EPG Alpaka ist durchgelaufen und jetzt könnten sich im Prinzip Clients aus EPG Rotkehlchen könnten wieder Clients in EPG Alpaka pingen. Genau, dann schauen wir uns die hier nochmal an. Starten unseren letzten Punkt sozusagen. Der letzte Punkt ist, ich habe wieder den Pause-Step drin. Und als letztes kommt jetzt das Cleanup im Prinzip, dass alles, was wir jetzt eben konfiguriert haben, wieder dekonfiguriert wird. Und was da eigentlich ganz cool dran ist, normalerweise funktioniert es ganz gut. Wenn man auf die Epic GUI geht und hier jetzt mal stehen bleibt, dann sehen wir irgendwann jetzt gleich, dass die refresht und, sage ich mal, die kompletten Objekte einfach gelöscht wurden. Da müssen wir jetzt kurz warten und irgendwann kommt der Moment, wo dann im Prinzip das alles weg ist. Zack, damit ist die Pipeline erfolgreich durchgelaufen und die Ansible-Demo soweit fertig. Und der Herr Herwig würde euch jetzt mal noch das Gleiche mit Terraform vorstellen. Genau. Ja, also ich sehe auf der Uhr, wir sind schon durchaus knackig unterwegs. Ich werde versuchen, Vollgas zu geben, aber trotzdem natürlich noch
herzuzeigen. Also auf meinem Schirm, wenn wir wieder schalten. Ich habe ein bisschen einen veränderten Ablauf beschlossen, damit wir nicht jetzt eins zu eins das Gleiche zeigen. Ich beginne bei mir lokal am Laptop, weil das ist ja auch der normale Workflow, dass ich meine Terraform-Skripte bei mir lokal mal als Textfiles abspeichere. Das liegt bei mir in diesem Ordner drin. Ich habe jetzt hier Git noch nicht gestartet sozusagen. Und um jetzt mal kurz zu vervollständigen, was wir hier machen. Ich mache im Prinzip das Gleiche, was der Stefan schon hergezeigt hat. Schaut bei Terraform ein bisschen anders aus. Man sieht hier, ich habe es versucht, ein bisschen schön in Blöcke zu geben. Es gibt einen Job Step 1 und Job Step 2. Im Job Step 2 wird eben wie beim Stefan der Contract erstellt. In Step 1 wird das VRF erstellt, die Bridge Domain, Application Profile, Endpoint Groups. Das sind in Wirklichkeit genau diese Module, die ich mir einfach aus der Terraform-Doku für das ACI-Modul geholt habe. Dann gibt es diesen Providers-TF-File, der in Wirklichkeit das Modul, eben in dem Fall ACI, beschreibt, die Credentials hinterlegt, idealerweise nicht in Cleartext, sondern als Variablen. Das können wir im GitLab so hinterlegen. Dann gibt es das Variablen-File, genauso analog zum Stefan in einer bisschen einer anderen Struktur, aber hier habe ich den Tenant definiert, die Tenant Description, VRF und so weiter und so fort. Im Step 2 das gleiche für unseren Contract. Bei mir ist jetzt der Unterschied, ich führe diese zwei Steps auf einmal durch, weil wir eben zeitlich durchaus schon recht knapp sind. Was ich aber schon herzeigen möchte, ist eben dieser Workflow, wie man ihn so initial macht. Ich habe jetzt hier im GitLab noch nichts. Ich habe hier in meinem lokalen Folder nur diese Files, die ich eben gerade hergezeigt habe. Was ich schon noch gemacht habe, ich habe bereits jetzt auch diese Pipeline, diese CI/CD-Pipeline, analog auch zum Stefan, für Terraform gemacht. Bei Terraform ist es ein bisschen anders. Ganz wichtig, vielleicht, was ich noch vergessen habe zu erwähnen, Terraform ist tatsächlich nur ein Binary-File. Das heißt, egal ob für Windows, für Linux, für welches Betriebssystem, für Mac, auch immer, ich brauche mir nur dieses eine Terraform-File runterladen und es beinhaltet sozusagen alle Funktionen, die Terraform kann. Und das läuft eben in Stufen ab, auch per Definition schon bei Terraform. Es gibt ein Terraform Validate, das macht einen Syntax-Check. Habe ich mich irgendwo vertippt in meinen Textfile-Definitionen? Das Terraform Plan führt dann die Ressourcen bzw. Module tatsächlich lokal schon aus, ohne sie auf das Zielgerät, in dem Fall auf den AP-Controller, auszurollen. Und Terraform Apply ist dann so das für Mutige. Das ist tatsächlich das, was dann die Provisionierung im ACI vornimmt. Man sieht, ich habe das hier auch genauso in Stages abgebildet, weil ich die einfach trennen mag. Und man könnte das mit GitLab sogar so bauen, dass ein weniger privilegierter Kollege beispielsweise, der die Contracts erstellt, das Ganze auch in Terraform-Files definiert. Der darf aber in GitLab zum Beispiel nur das Terraform Validate und Terraform Plan machen. Das Terraform Apply darf zum Beispiel nur der Master Administrator der ACI Fabric machen. Also all diese Dinge sind möglich mit GitLab und diesen CI/CD Pipelines. So, um das jetzt kurz herzuzeigen, ich erstelle ein neues Projekt in GitLab, weil ich ja noch nichts am Portal habe. So, ich nenne das jetzt Terraform Demo. Ich gebe jetzt keine Description dafür. So schnell kann man ein Projekt erstellen. Damit habe ich die Projektstruktur im GitLab einmal fertig. Bei mir lokal muss ich das jetzt noch initiieren. Also ich sage jetzt hier git init mit diesem Command Line git tool. Und was ganz wichtig ist, ich muss hier das GitLab angeben. Mein Remote, wo ich das Ganze dann hinpushen will. Wenn ich jetzt hier einen git status mache, sehe ich, aha, Git hat hier diese Files entdeckt, sie sind aber untracked. Das heißt, es ist im Prinzip für GitLab hatten diese Files noch keine Relevanz. Das ändere ich jetzt hier mit Git add. Wenn ich hier nochmal Git Status mache, sehe ich,
Okay, jetzt wurden diese Files quasi aufgenommen ins Tracking. Und wenn ich jetzt mache ein Git Commit, da sollte man natürlich einen klingenden Namen geben. Das mache ich jetzt hier nicht. Und jetzt habe ich ein Commit erstellt. Wenn ich jetzt nochmal Git Status wiederhole, sieht man, aha, da ist nichts mehr zu tun. Wenn ich jetzt an einem File noch etwas ändern würde, also ich habe hier jetzt einen Snapshot lokal erstellt. Wenn ich am File, an irgendeinem File, das hier getrackt wird, wieder was ändern würde, dann würde mir das sofort wieder angezeigt und ich könnte noch einen Commit machen. Also so erstellt sich das mit diesem, so kann man diese Snapshots erstellen. Gut, letzten Endes, was ich hier machen muss, ich muss das jetzt auf mein Remote Repository, sprich GitLab, pushen. Diesen Timestamp, den ich erstellt habe, das ist somit jetzt passiert, wenn ich die Seite refreshe. Dann werde ich jetzt hier diese Struktur sehen. Also alles, was lokal bei mir in diesem Ordner am Rechner war, wurde hochgeladen mit diesem Snapshot, mit diesem Hash. Und es läuft schon eine Pipeline. Damit sind wir jetzt wieder bei dem Punkt analog zu Stefans Erläuterungen für Ansible. Läuft, ist jetzt hier schon der erste Punkt, nämlich Terraform Validate, also dieser Syntax-Check, ist schon durchgelaufen und ist schon okay. Weiters habe ich automatisch gleich laufen lassen Terraform Plan. Das heißt, die Module wurden ausgeführt lokal, es scheint alles okay zu sein. Das heißt, als nächsten Schritt sage ich hier, um das jetzt hier in einer anderen Darstellung, weil es ein bisschen schöner dargestellt ist, zu zeigen, ich mache jetzt hier das Apply. Es wird Terraform Apply ausgeführt und das dauert circa jetzt in meinem Fall circa 10 Sekunden, glaube ich. Und irgendwann sollte dann hier, genau, und da haben wir schon den Boxenstopp Tenant. In dem Fall jetzt bereits in voller Pracht mit Endpoint Groups. Aha, oder auch nicht. Mal nochmal refreshen. Da war ich vielleicht ein bisschen zu schnell beim Klicken, genau. In voller Pracht mit Endpoint Groups, Contracts und eben auch unsere Portgruppen, die der VMware-Admin dann gleich verwenden kann, um die VMs zuzuordnen. Und wenn wir zurückgehen aufs GitLab, dann sehen wir hier, dass die Pipeline eben fertig gelaufen ist. Was jetzt hier noch fehlt, ist eben, wenn ich das will, das Terraform Destroy, dass mir eben den Tenant dann wieder rauslöscht, genauso wie es der Stefan vorher gezeigt hat. Wie gesagt, die Wahl des Tools ist immer die Frage des Geschmacks, aber auch, was verwenden andere? Das Ideal wäre ja, dass man sich zum Beispiel mit der VMware-Abteilung abspricht und sagt, vielleicht können wir da was automatisieren. Man sieht, der Tenant wurde jetzt wieder gelöscht. Vielleicht kann man VM-Deployment auch mit Terraform automatisieren und ACI damit gemeinsam. Das wäre natürlich die Win-Win-Situation, um hier effizienter im Unternehmen vielleicht auch automatisieren zu können. Gut, das war's von den Demos. Genau, damit wären wir dann auch ganz am Ende angekommen von unserer Präsentation im letzten Kapitel. Und zwar bei den Hot Topics for Customers. Folien. Folien. Gut. Im Kapitel Hot Topics for Customers dann zeige ich kurz wollen wir im Prinzip genau vier Argumente herzeigen, die für Cisco ACI sprechen. Wir haben das Ganze in einer Pyramide dargestellt oder abgebildet und ich möchte ganz unten anfangen und zwar mit dem Thema jede Workload überall. Das heißt, wo wir vorher gesagt haben, wir wollen im Prinzip, dass es egal ist, ob die VM irgendwie on-prem läuft oder irgendwo in der Cloud sozusagen. Wir wollen die Workload einfach überall haben. Ein weiteres sehr wichtiges Argument ist im Prinzip die Build-in-Automation über den Epic-Controller. Ach ja, genau, ich muss es nur rüber.
Sorry, jetzt seht ihr es auch. über den Epic-Controller und eben die zusätzliche Möglichkeit der Automation über die API. Das heißt, bedeutet, um eben kundenspezifische Use Cases abbilden zu können. Ein weiterer wichtiger Punkt ist das zentrale Management der Fabric über den Epic-Controller, einmal von der Hardware bis hin zu den Policies. Und das letzte und wichtigste Argument ist im Prinzip die Build Insecurity mit ACI, was wir heute jetzt auch schon ein bisschen hergezeigt haben und eben die Möglichkeit, hier Makro- und Mikrosegmentierung zu machen und aber auch zum Beispiel über einen Policy-Based Redirect dann Traffic auch genauer inspekten zu können, Stichwort IDS, IPS. Und damit ist man im Data Center-Bereich mit ACI dann für Segmentierungs Projekte eben optimal gerüstet. Gut, damit wären wir dann auch ganz am Ende unserer Präsentation angelangt. Wir haben ein kleines bisschen überzogen. Ich würde dann jetzt mal schauen, wir wären jetzt im Prinzip beim Fragenteil angelangt, ob es im Prinzip bereits Fragen gibt. Bisher nicht. Dann warten wir vielleicht noch mal kurz, also die Fragen einfach bitte über die Chat-Funktion an alle schicken oder beziehungsweise uns die Panelists schicken. Genau. Okay, vielen Dank fürs Feedback, David. Sonst noch Fragen, weil sonst würden wir dann Frage, ja. Kann man ACI mit SGT kombinieren? Interessante Frage. Eigentlich haben wir gesagt, dass ich die erste Frage beantworte, aber es ist vielleicht ein Thema, mit dem du dich auch schon. Genau, also es ist so, dass es Integration von SDA und ACI gibt. Da ist auch Cisco, sage ich mal, an der Entwicklung dran. Es gibt da eine Phase 1 Entwicklung, die es im Prinzip schon gibt. Und die Cisco ist da im Prinzip jetzt an einer Phase 3 Entwicklung. Es gab zwischenzeitlich auch noch eine Phase 2 Entwicklung. Ist jetzt an einer neuen Phase 3 Entwicklung, wo es dann im Prinzip um diese Integration gehen soll. Was genau dort passiert, ist aber noch so weit weg, dass wir, außer dass es die Phase 3 gibt, im Prinzip noch nichts dazu sagen können. Genau. Dann noch eine Frage. Kann die WLAN-Struktur vom alten Data Center mit einer Excel-Tabelle und Tools in die ACI-Fabrik integriert werden? Das ist im Prinzip. Genau. Also das ist was man, eigentlich ist das unser allererster und auch wichtigster bis dato Automatisierungs-Case, den wir als NTS-Techniker verwenden und nutzen, weil es ganz einfach viel einfacher ist. Also wir haben ja tatsächlich auch Kunden, die haben hunderte VLANs im Data Center. Das will man nicht übers GUI konfigurieren. Und wir haben eben diese Tools fertig, sogar in mehreren Varianten. Wir können das soweit konfigurieren, dass die Fabric am Tag des Migrationsfensters, also wir bauen ja meistens die ACI-Fabric parallel auf, und am Tag dieses Migrationsfensters ist ACI soweit vorkonfiguriert mit allen Ports, dass zum Beispiel die Serverleute beginnen können, ihre Server umzupatchen und dergleichen. Also wir können das so weit automatisieren, dass wir das, die Quelle ist das Excel-File und das wird dann im ACI so per Knopfdruck provisioniert, was natürlich sehr praktisch ist. Genau, dann organisatorische Frage, gibt es das Record im Nachgang, um es Kollegen zeigen zu können, das ist normalerweise bei uns im Boxenstopp so. Ja. Genau, das wird, glaube ich, extra ausgeschickt an alle Teilnehmer. Kann man sich im Nachhinein anschauen. Macht auch Sinn, weil ja natürlich da doch jetzt recht viel Information noch dabei war. Und wenn es da auch sonst noch Fragen gibt zu diesen Details,
kann man sich das natürlich dann auch einmal in Ruhe gemeinsam zusammensetzen und das mal sozusagen für Interessierte nochmal durchgehen. Gut, sonst sehe ich jetzt aktuell keine weiteren Fragen. Vielleicht warten wir noch kurz eine Minute, falls noch mal jemand was einfällt. Ansonsten, wie gesagt, per E-Mail. Es gibt genug Kontaktmöglichkeiten auch, uns zu erreichen. Gut. Also ich sehe keine weiteren Fragen soweit. Dann würde ich sagen, wir schließen. Wir holen auch den Jürgen nochmal hier on stage sozusagen. Darfst du uns in die Mitte kommen? Super, Genau. also ich darf mich mal recht herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie mit dabei waren und auch beim Herwig und beim Stefan für die tolle Präsentation und vor allem für die Vorbereitung. Ist sehr viel Aufwand, dass man so einen Boxenstopp macht. Wir haben auch einen Techniker bei uns. Vielen Dank auch fürs Mit dabei sein. Ich freue mich schon, dass wir Sie bei unseren nächsten Boxenstopps oder Expert Talks, aber auch natürlich bei unseren Veranstaltungen vor Ort treffen dürfen. Die nächste Veranstaltung vor Ort wird in Innsbruck Eagles am 18. November stattfinden. Da freuen wir uns, dass wir Sie als Kunden, aber auch unsere Partner begrüßen dürfen mit einem super spannenden Programm. Mehr dazu finden Sie auf unserer Homepage www.nts.eu. Und ich darf mich nochmal recht herzlich bei euch allen bedanken fürs Mitdabeisein und spezieller Dank an den Stefan und an den Herwig für die exzellente Vorbereitung. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Ciao, Servus. Ciao.